Am 1. Oktober boxt ihr Schützling Sebastian Silvester gegen Gregor Prokscher um die Europameisterschaft im Mittelgewicht. Auf was für einen Kampf können sich die Zuschauer einstellen? Ich denke, das wird ein interessanter Kampf, weil beide werden versuchen, im Vorwärtsgang zu boxen. Wer den Polen kennt, der weiß, er ist auf eine schnelle, vorzeitige Entscheidung aus. Und das versuchen wir natürlich zu wenden, indem wir selber auch den Druck übernehmen. Und das wird schon ein sehr spannender, interessanter Kampf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der über die Zeit geht. Bis jetzt sind noch ungefähr 2 Wochen bis zum Kampf. Wie ist so der Stand der Vorbereitung? Wie schätzen Sie die Form von Sebastian ein? Also wie gesagt, wir haben im Grundlagenbereich vor diesem Trainingslager gearbeitet und sehr gute Ergebnisse auch gehabt bei einigen Testläufen. Und dann die Spannungsphase, erste Woche haben wir hinter uns und sind da gut reingekommen, bin sehr zufrieden mit den Leistungen und ich denke, dass wir in ganz guter Verfassung sind. Über den Gegner werden sicher die spektakulärsten Sachen erzählt. Er hat nur im Ausland geboxt, nur im Ausland gewonnen, oft vorzeitig gewonnen, ist Rechtsausleger. Wie schätzen Sie Herrn Prokscher ein? Wie gesagt, ich habe mir einige Videos angeguckt und er ist wirklich einer, der die vorzeitige Entscheidung sucht, der sehr beweglich im Oberkörper ist, der recht schlagstark ist und das hat er ja auch in seinen vorzeitigen Siegen gezeigt. Aber er hat natürlich auch noch nicht die erfahrenen Leute geboxt und die guten Leute geboxt und die Erfahrung spricht dann eindeutig für Sebastian und ich denke, dass wir am Ende auch siegreich werden. Wir haben schon immer belegt, weißt du? Grüße, wissen Sie, welche Insel das da ist? Was? Wissen Sie, welche Insel das da ist? Nein, nee, warte. Doch, ich kenne euch. Oi? Ja, ja. Okay, danke schön. Wir wollen dann nicht rüber schwimmen. Ja, das ist die richtige Erzählung.